Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Narkosis. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben eine Menge verrückte Dinge erlebt und ich glaube, das geht nicht mehr ganz so lange. Furchtbare Dinge. Oh, furchtbare Dinge heißt sogar die Mission. Das war jetzt ein Zufall, habe ich furchtbare Dinge gesagt? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall geht's weiter. Ich habe noch keinen Schimmer. Wir sind aus der Tür da gekommen. Ich mache mal diesen schnellen Blick. Bupp, und müssen jetzt da lang. Ich bin mal ganz gespannt. Es ist leider nie viel Zeit, sich umzugucken, weil, auch wenn wir jetzt gerade Max Sauerstoff haben, obwohl da auch noch Sauerstoff ist, wir können uns eigentlich mal umgucken. Uns das mal ansehen. Da steht was an der... Da steht einer, seht ihr den? Der zappelt da so rum. Da ist ein eingefrorener Raum, eine Leiche, die haben wir gefunden schon. Okay, und ein schönes Foto. Ein wunderschönes Familienbild. Okay, 700 zu Kopf. Wir haben schon 3% Luft beim Gucken verpulvert. Okay, ich habe die Kommentare gelesen. Danke, lieber Pnumi, dass du dabei bleibst, auf jeden Fall. Es ist ein ganz großes Zappeleien mit diesen VR, ne? Ich verstehe das schon. Ich werde auch nicht wirklich viele VR-Videos machen. Das war so mein erstes VR-Let's Play und ich denke mal, es geht nicht mit jedem Spiel. Hiermit geht's doch so einigermaßen. Oh, da muss ich rein, ne? Und, ne, da waren wir drin. Da war doch der Typ. Okay. Aber, andere Sachen gehen gar nicht, ne? Ich mache die Luft nochmal voll, einfach weil wir es können. Boah, ist das laut. Ich habe viel zu laut gestellt. So. Okay. Okay, jetzt kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor hier. Okay, an dem wurde ein bisschen gesnackt. Hat's denn geschmeckt, Fisch? Unter uns sind irgendwelche Methanbehälter. Ich denke mal, weil wir viel Methan gehört haben. Was will ich haben? Denn wir müssen eigentlich uns nochmal, damit wir die Story besser verstehen, diese ganzen Personal-IDs, guck mal, was wir schon alles gefunden haben. Die grauen sind noch nicht da. Und die anderen haben wir alle gefunden. Ich weiß nicht, ob das Entwickler sind oder... Warum ist der graue denn mit einer 1 dran? Simple und unkompliziert. Simple und... Lyle wurde seinen einfachen Namen gerecht. Es ist schwer zu sagen, ob er ertrank durch den Sturzstab oder... ob etwas anderes schuld an seinem Tod war. Selbst bei so unendlich vielen Dingen, die mit der kleinsten falschen Handbewegung gut 2 Meilen unter dem Meer schief gehen könnten, dachte man seltsamerweise nicht als erstes an das Ertrinken. Okay, ich guck mal einen an, der in Farbe da ist. Keine Daten von... Ah, die grauen haben wir erst. Was heißt erst? So viele sind das gar nicht, ne? Sehr viele. Guck mal, die ist hübsch, die will ich mal lesen. Erst Russ, dann Isra. Okay, komm. Wir machen weiter. Okay. Einzige Tür, einziger Weg. Auf. Wow! Hä? Scheiße. Ganz entspannt bleiben, ganz entspannt bleiben. Wow! Was? Ich hüpf einfach. Boah, ist das ekelhaft. Das macht keinen Spaß. Ich werde nicht gerne verfolgt. Oh, der Weg ist... Wow. Okay, kein Problem, kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Hier geht's weiter. Nein, 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 nein. Ich nehme die schnelle Drehung. Boah, ist das schnell. Aua. Ich kann mich nicht bewegen. Wow! Wow, dieser... Da! Da ist Licht! Nein! Da ist auch Licht! Oh oh! Oh oh! Wow, es friert alles ein, ich sehe nichts mehr! Wow! Weg da! Was zum Geier, was soll ich denn da jetzt bitte tun? Okay, das war Game Over, Leute. Wahnsinn. Das ist ja witzig. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Ich habe keinen anderen Weg gesehen, ihr? Scheiße. Oh, das geht voll auf den Nerven, wenn die hinter einen herrennen. Die sind auch noch so laut. Dieses Oculus-Headset ist so gut. Dabei sind es nur so eine Dinge, die auf den Ohren liegen. Ich weiß gar nicht, warum das so einen geilen Sound macht. Oh, ich will nicht nochmal.
Okay. Voll gruselig. Viel entspannter, ne? Okay, da kommt wieder einer, ich weiß es. Okay. Komisch, dass genau der dann weg ist. Ich kann mich nicht mehr drehen. Ich kann nicht mehr meinen Kopf bewegen. Und wieder selbe Situation. Anders aus. Keine Ahnung, was soll denn das? Was ist das denn für eine Mission wieder von dem Spiel? Totaler Scheiß. Sowas macht das Spiel kaputt, meiner Meinung nach. Ich habe doch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe einen Puls von 250 und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist doch scheiße, sowas macht doch keinen Spaß. Was denken sich Entwickler bei sowas? Ja, ja, bla, bla, bla. Drehung. Tunnel. Enge Kurve. Ich darf nirgendwo anders lang gehen. Ja, jetzt kann ich mit dem Kopf nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Wieder. Wow. Was? Warum? Gib mir das. This entire experience is defined by the fact that you came back alone. Your story started with 20 people, but ends with one. Hä? So when it comes to telling those stories, you're the only one who can. Yeah. There's a responsibility to get things right, for the record. Rätselhaft. Äußerst, äußerst rätselhaft. Also ich habe das jetzt zweimal, beim dritten Mal hat es funktioniert, beim... Oder habe ich das einfach nur übersehen wieder? Naja. Kann sein. Kann sein, dass der Entwickler will, dass man das dreimal erlebt. Der liegt aber jetzt auch anders, ne? Es liegt ja nämlich eine Karte oder so. Ja. Er seine erste Leiche sieht. Da ist er noch ein bisschen nervös. Hä? Habe ich ihn nicht schon gesammelt? Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, wie herrlich. Und du? Boah. Methan scheint echt eiskalt zu sein, ne? Ich kenne mich nicht so aus mit Methan. Da oben flimmert er wieder, der Typ. Seht ihr den? Ja, komm schon. Bringen wir es hinter uns. Muss ja mal kratzen. Und nu, was habe ich an Luft? 89. Was? Komm her. Hier ein. Muss ich beeilen. Ey, hier waren wir doch schon mal drin. Ach komm, leck mich. Blumen? Hä? Sehen gar nicht. Das von hinten. Oh, das ist auch... Ich mach's so völlig scheiße so. Oh nee, ne? Oh. Blumen. Fantasie haben die Entwickler. Und ein geiles Leveldesign, aber manche Missionen sind echt ekelhaft. Da kann ich doch nicht durchgehen, niemals.
Wow, wie mächtig ist der denn, ey? Blumenwiese, Blumi. Der sieht aber aus wie ein uralter Taucher, nicht wie einer von dem neuen hier. Boah, sieht das cool aus. Das ist kein Fisch. Willst du mir mal was sagen, endlich mal? Unendlicher Antriebsschub aktiv. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Da musst du hin. Ich darf das Eis bestimmt nicht berühren. Guck euch hier mal an, ey. Der ist doch, wie lange ist der schon hier unter Wasser, der arme Kerl? Das ist ein Riese. Komisch. Gibt es hier Gefahren oder nicht? Voran. All good. Let's try and reverse. Wir rückwärts probieren, doof. Welcome back, my friend. Das kennen wir doch schon. Das sind zwei. Was zum Geier? Ruhe und Frieden, Russ. Hey. You alright? Come on, let's get back to the house. Sehr schön, Fortschritt gespeichert. Boah, mit Stein hat er den reingeschleppt. Und jetzt? Ey, das ist weg. Lass uns zurück zum Hub. Wer redet denn überhaupt mit mir? Welcome back to Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Oceanova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Krass, ne? Ist er leer? Und wir Entwickler alles gedacht. Ich sehe nur eine Tür, die ist links von mir, ne? Die offen ist. Wir könnten zwar den Aufzug rufen und da oben lang. Das war das letzte Mal zu, oder? Gibt es da eine Evacuation Pod? Ja, das hört sich doch gut an.
Es wirkt sehr final. Ich glaube, da gab es die Tür war wirklich zu, ne? Letztes Mal. Sind wir wieder da runtergehüpft wegen. Außer, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laut ist. Bei mir ist es einfach mega laut. Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. Was hat er denn? Hat er jetzt ein Messer entdeckt? Was hat er die ganz... Oh, diese ätzenden Scheißkrebse. Die Tür ist zu. Vielleicht sind wir jetzt hier gleich raus aus der Nummer. Genießen wir es noch. Obwohl wir das nicht genießen würden in echt, ne? Oh, da kommt doch mit Sicherheit nur irgendwas. Potsdam. Okay. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. Ist das ein Tunnel nach oben? Da bewegt sich doch wer drinne. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Das bewegt sich nicht wie die Monster sonst. Virgil? Is that you? Virgil made it. Just like me. How did you get? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh God, I'm sorry. And that's on me. 30 seconds to evacuation. Uh-oh. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him, fear in his eyes. Kann nichts machen. I thought I was the only one. It was a bad call. This can't be happening. 3, 2, 1. Oh God, I'm sorry. No. Aber wieso soll der denn sterben, wenn der ist doch gerettet? Schwimm hier da oben. Irgendwas bewegt sich da. Und das geht sehr tief darunter. Ich hüpfe da mal rein, was soll passieren? You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look, I'm up here talking with you. And he's still out there. Hä? Bin. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bewege mich von alleine, okay? Ist auch mal schön.
glaube, ich war es, der nach oben gefahren ist. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen von innen. Der Helm. Sind wir sowas wie er jetzt vielleicht? Okay. Das war's. Wortlos bin ich gerade. Das ist meine erste VR-Erfahrung gewesen und ich bin ziemlich begeistert. Auch ein paar doofe Levelabschnitte dabei gewesen, aber ziemlich geil. Wir vergammeln hier irgendwie immer mehr. Boah, guck das mal an. Komisches Gefühl, wir brauchen keine Luft. Der Erzähler war die ganze Zeit der Typ, der abhauen durfte, aber das waren gar nicht wir. Wir sind verreckt unter Wasser. Michael Schert Schuppan, Deutsch. Hast du gut gemacht, Michael. Unity. Oh, was aus der Unity alles rausgeholt werden kann, unglaublich. Das war's, Leute. Wir haben Narcosis durchgespielt. Hätte ich auch nie gedacht. Aber es ist wie bei so einem Film. Da warte ich immer den Abspann ab. Es wird dunkel. Jetzt habe ich ein schwarzes Bild. Kip, it's been more than a year since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah, yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Thanks for having me, Emily. Boah, cool, ey. Was eine Story, ey. Wir waren es gar nicht. Wir haben die ganze Zeit umsonst ums Überleben. Wir waren wahrscheinlich schon die ganze Zeit hinüber. Sonst hätten wir nicht diese seltsamen Fantasien gehabt, oder? Wir müssen nur in dieser Welt, aus der Welt der Toten irgendwie, der Bösen rauskommen oder so. Puh. Open Air. Ah, das ist das Mikro, das ist das Interview. Okay. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ne? Wir könnten uns die ganzen Typen hier nochmal durchklicken. Alle haben wir gar nicht gefunden. Ihr könnt ja Pause machen und euch die durchlesen. Ach, das war eher am Fenster. Der Dahl Rider. Anders. Das war sie. So nett die alle aussehen, ne? Keine Daten haben wir nicht gefunden. Ling Zung Ching. Bär Dong So. Das ist bestimmt der Entwickler hier. Ja, danke fürs Zusehen bei Narcosis. Hat total Spaß gemacht mit VR, aber ich habe eine Sache gelernt. Ist nicht gut für Videos machen. Bis zur nächsten Folge von irgendeinem anderen Let's Play.